Er bezeichnet sich selbst als Sammler, Staunender und Entdecker von Beruf. Und außerdem findet er, Glück hat 1000 Farben. Ich freue mich, dass er heute mein Gast im Studio ist. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, Titus Müller. Hallo. Was sammelst du denn alles so, wenn du Sammler von Beruf bist? 1000 kleine Sachen oder Eindrücke oder sowas. Es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause lauter Schachteln habe und dann zugemüllt werde oder so. Aber wenn man eine Fahrkarte findet oder einen alten rostigen Schlüssel oder irgendwie Dinge, die erstmal keinen Wert an sich haben, aber eine Geschichte haben, dann fasziniert mich das. Und dann denke ich mir, was könnten die bedeuten oder mal für eine Bedeutung gehabt haben. Und was auch immer ich an Beobachtungen machen kann oder sowas, verwende ich dann in meinen Romanen oder in meinen kleinen Sachbüchern, und das macht mir Spaß. Das heißt, du recherchierst dann die Geschichte oder denkst du dir die Geschichte aus? Ja, je nachdem. Manchmal kann man ja auch nicht recherchieren. Manchmal hat man einfach nur das Ding. Ich habe zum Beispiel mal in Berlin Spielgeld gefunden. Da hatten Kinder auf so einen kleinen Zettel, haben sie einfach ausgeschnitten und haben draufgeschrieben, ich weiß nicht mehr, 100 Dollar oder irgend sowas. Ja. Und ich finde das so witzig, weil für die Kinder ist es halt wirklich, die spielen jetzt so, als wäre das echtes Geld. Aber unser echtes Geld ist ja im Grunde auch bloß so ein bunter Zettel, für den alle sagen, okay, der ist jetzt halt so viel wert, aber in Wirklichkeit ist der nur ein paar Cent wert. Also dieses... Dann, der reine Materialwert. Ja, und man kommt durch, durch so ein kleines Ding, was auf dem Gehweg da rumliegt, dann ein bisschen hinter die Kulissen, was unser eigenes Geld angeht. Also ich finde, mit jeder Kleinigkeit, die man findet, kann man was dazulernen übers Leben oder eben sich seine Gedanken machen. Mhm. Du bist Autor, hauptsächlich von historischen Romanen. Dafür hast du allerhand studiert. Literatur, mittelalterliche Geschichte, Publizistik, Kommunikationswissenschaften. Aber jetzt mal davor. Wie hast du für dich rausgefunden, dass Schreiben so dein Ding ist? Das habe ich eigentlich relativ spät rausgefunden. Also ich habe so mit 17, 18 angefangen, Gedichte zu schreiben, weil ich immer unglücklich verliebt war oder auch wegen kleinen Beobachtungen oder so. Und dann habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, 20, 30 Seiten. Und dann im Buchhandel eben bemerkt, eigentlich liegen da hauptsächlich Romane, Gedichte in einer kleinen Ecke irgendwo. Mhm. Und dann dachte ich mir, dann probiere ich da auch mal einen Roman zu schreiben. Und der war dann mein erster Roman, Der Kalligraf des Bischofs sozusagen. Den wollte ich eigentlich nur zur Übung schreiben, um zu merken, ob ich das auch überhaupt kann und zu Ende bringen kann. Aber konnte ihn schon veröffentlichen. Ist dann schon gleich ein kräftiges Werk geworden. Hast du dich dann durch das Studium noch mal weiter rangetastet? War das dann mit ausschlaggebend für deine Entscheidung der Studiengänge? Eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Lehrer werden für Deutsch und Geschichte. Das waren ursprünglich meine Fächer. Mhm. Ich habe aber im Studium dann eben einen kleinen Verlag gegründet und viel geschrieben und auch schon Geld damit verdient. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ich mache ja so viel in dieser Richtung. Und eigentlich ist Schule für mich in den Hintergrund getreten. Und dann habe ich auch die Studienfächer auf Magister umgewechselt, also nicht mehr Staatsexamen gemacht und mich ganz in die Autorenrichtung gewendet. Ja, du hast auch die Kurzgeschichten, also die Bücher mit den kurzen Geschichten und Begebenheiten erwähnt. Sind die gewachsen auf diesen Beobachtungen, die du so im Alltag machst? Ja, das Problem ist, wenn man historische Romane schreibt, die vor ein paar hundert Jahren spielen, kann man manche Beobachtungen nicht drin unterbringen. Mhm. Und wenn ich dann sowas gefunden habe, was ich toll finde, was mich fasziniert hat, aber ich kann es nicht in den Roman reinschreiben, irgendwo muss ich es ja festhalten. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt am Autor sein, der mich begeistert, dass ich Sachen festhalten kann, die sonst einem so verloren gehen. Man sieht was Schönes, geht ja jedem so im Alltag. Man sieht was Schönes, staunt drüber, erzählt es einem anderen und dann aber am nächsten Tag hat man es schon wieder vergessen. Und es wird so schnell weggedrückt von anderen Dingen. Weil, weil immer das Nächste, das Förderband schleppt immer Neues ran und dieses, dass immer Sachen hinten runterfallen, ist mir sehr unangenehm. Mhm. Und wenn man dann die aufschreibt und vielleicht sogar in einem Buch unterbringen kann, das noch viele lesen können, dann hat man es mehr geteilt und hat es mehr festgehalten. Das mag ich. Hat das mit dieser Sammelleidenschaft zu tun? Ja, wahrscheinlich. Weil wenn man sammelt, da hebt man ja auf, was man sammelt. Ja, genau. Ja, und du hältst es halt in dem Sinn auch fest. Genau. Und was reizt dich an den historischen Romanen? Das ist ja ein sehr großer Schwerpunkt bei dir. Ja, ich mag es, in eine andere Lebenswelt reinzugucken. Also selbst schon, wenn man nur 100 Jahre zurückgeht, wie jetzt bei Tanz unter Sternen, selbst da ist ja die Welt ganz anders gewesen oder der Alltag ganz anders gewesen. Oder dann eben 500 Jahre oder 1000 Jahre zurück. Mich interessiert einfach, wie haben die Menschen damals gedacht und gefühlt und was war ihnen wichtig und wie haben die sich angezogen, was haben die gegessen. All diese Sachen finde ich spannend. Und dann natürlich auch große historische Umwälzungen. Also an was für Ding, dann so eine Wende genommen wurde, eine Kurve praktisch in der Menschheitsgeschichte. Das finde ich alles interessant. Und dann sehe ich auch mein eigenes Leben wieder bewusster, weil ich halt dann merke, wie war es damals? Und das kann ich dann mit heute vergleichen. Also, dass man vor 100 Jahren die Mehrheit der Leute noch nicht Zähne geputzt hat.
bei uns. Okay. Also das finde ich irgendwie spannend. Dann denke ich mir, aha, also dann nehme ich mein eigenes Zähneputzen viel bewusster wahr. Mhm. Also weil mir das dann irgendwie so einen Unterschied klar macht. Ja, wie gehst du denn an deinen Alltag so ran? Wenn du sagst, so, solche Dinge helfen dir, bewusster zu leben, denkst du darüber nach oder gibt sich das dann von alleine mit dem Arbeiten an solchen Geschichten? Nee, eigentlich, das macht jetzt ein völlig falsches Bild von mir. Eigentlich bin ich auch einer, der schnell mal, dann ist die Woche ratzfatz rum und ich denke mir, was habe ich eigentlich diese Woche gemacht? Oder ich staune auch drüber, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt schon 2012 haben. Ja, also 2012, das hört sich so futuristisch an. Ich weiß noch, wo es zum Jahr 2000 diese Wende war. Also das Problem ist, rauscht so durch das Leben. Und ich bin dem genauso unterworfen wie jeder andere auch und bin vielleicht sogar noch gestresster oder noch unaufmerksamer. Aber wieso denkst du das? Weiß ich nicht, weil ich manchmal eben merke, jetzt zack, ist schon wieder so viel vergangen. Aber dann hilft es mir eben, wenn ich auf diese aufmerksame Sicht wieder umschalte und mich ein bisschen runterhole vom Tempo und beobachte und mir Sachen angucke, dann hilft es mir selber. Und dass ich es aufschreibe, hilft vielleicht anderen dann auch noch, dass sie sich auch wieder ein bisschen vom Tempo her reduzieren. Aber ich brauche das genauso. Also du bist ein ganz normal gestresster Mensch, wie alle anderen Menschen auch. Ja. Was machst du dann, nimmst du dir immer wieder vor, okay, jetzt ist mal wieder ein Tag des Beobachtens und des bisschen Runterholens? Oder wie gehst du dran für dich, wenn du merkst, du bist getrieben? Ich muss mal ganz kurz noch die Frage beiseite schieben, mir ist nämlich gerade was Lustiges eingefallen. Als ich dieses Buch geschrieben habe, Glück hat 1000 Farben, als ich damit angefangen habe, saß ich oben am Rechner und habe die ersten Seiten geschrieben und Lena, meine Frau, kam dann hoch und hat gesagt, worum geht es überhaupt in deinem neuen Buch? Und dann habe ich so gesagt, um Geduld und ruhiger Leben und sowas. Und dann hat sie gesagt, da spricht ja der Richtige. Weil ich nämlich genau eigentlich nicht so bin. Also wenn wir irgendwo hingehen und ich habe mich schon angezogen und dann fällt Lena noch irgendwas ein, was er holen will oder machen will oder sowas, ich koche, also ich kann das überhaupt nicht ertragen, eine Minute rumzustehen und nichts zu machen. Oder wenn wir ein Brettspiel spielen, ich sage immer dem Nächsten, dass er dran ist, weil ich nicht die Sekunde ertragen kann, die es dauert, bis er gecheckt hat, dass er jetzt dran ist. Okay. Muss immer weitergehen, immer weitergehen. Mhm. Bloß jetzt zu deiner Frage, ich merke dann halt, Moment mal, will ich denn so leben? Will ich so leben, dass immer weiter und zack, zack, zack so? Ich will eigentlich nicht zack, zack, zack mein Leben vermehren sozusagen, sondern ich will schon jeden Moment bewusst wahrnehmen und auch das Heute ist eben jetzt erstmal nur heute und ich muss nicht schon in dem, was in drei Wochen kommt, leben sozusagen. Aber das ist nicht leicht. Das ist auch eine Lebenskunst, die ich erst lernen muss oder wo ich mich bemühe, die zu lernen. Wobei ich denke, wenn man der Typ dafür ist, fällt es einem vielleicht leichter und wenn man der Typ nicht dafür ist, lernt man wahrscheinlich, bis man ausgelernt hat. Okay. Vermute ich jetzt mal. Du hast gerade schon erwähnt, Glück hat 1000 Farben. Was bezeichnest du als Glück? Was ist für dich Glück? Ich denke, Glück hat viel damit zu tun, dass man wahrnimmt, was man gerade tut und was man gerade erlebt und dass man schätzen kann, was man hat. Also es ist nicht so, dass der eine hat einen höheren Stapel und der andere hat einen kleineren Stapel. Es stimmt natürlich, dass manchmal schlimme Dinge passieren, die einen da völlig rauswerfen. Aber so im Alltag, so mal im normalen Leben, hat, glaube ich, jeder Mensch Dinge, über die er sich freuen kann. Und der eine nimmt sie mehr wahr und der andere nimmt sie weniger wahr. Und das ist, glaube ich, eine Kunst auch zu merken, was liegen da eigentlich für Geschenke an meinem Wegesrand und die auch auszupacken und zu genießen und nicht einfach nur immer vorbeizurennen und zu sagen, ich will noch mehr und warum habe ich nichts und so. Mhm. Da kann man sich's auch mit verderben, glaube ich. Hat das was mit Zufriedenheit dann zu tun? Wenn du sagst, das schätzen, was ich habe? Ja, und das hat was damit zu tun, dass man auch mal einen Punkt setzen kann. Also man hat ja immer Wünsche ohne Ende. Ich habe mir gerade einen neuen Computer gekauft, natürlich toll auch, sich so einen Wunsch zu erfüllen. Aber jetzt habe ich den, jetzt könnte ich natürlich auf den nächsten Wunsch schalten und sagen, und jetzt will ich gerne noch, keine Ahnung, das nächste und das nächste und das nächste. Und dann nehme ich nie das wahr, was ich gerade habe. Unsere Gesellschaft ist ein bisschen so. Die Werbung injiziert uns ja immer neue Wünsche. Und Glück oder glücklich sein zu können, hängt, glaube ich, dann auch damit zusammen, nicht wieder ein Komma zu setzen, Computer, Komma, dann möchte ich Urlaubsreise, Komma, dann möchte ich ein Auto, Komma und so, sondern mal einen Punkt zu setzen und dann zu sagen, und jetzt freue ich mich an dem, was ich da habe. Bist du ein glücklicher Mensch? Meistens, ja. Mhm. Was bedeutet für dich persönlich so glücklich sein? Was gehört für dich persönlich, was gehört für Titus Müller dazu? Auch es gibt viele Sachen, die ich genieße. Also ich mag es zum Beispiel, in Ruhe lesen zu können. Also wirklich, wenn man mal eine Stunde oder zwei Stunden hat, einfach nur ein schönes Buch zu lesen. Ich mag gute Filme, gute Musik.
Ich mag es, wenn man sich mit Leuten trifft, aber nicht zu viele ist. Also nicht jetzt so, wenn unser ganzer Tisch jetzt hier voll wäre mit Leuten, das würde mich schon wieder stressen. Aber so wie wir jetzt zu zweit oder so zu viert, dann sich zu unterhalten, das mag ich sehr gerne. Also es gibt vieles, was man genießen kann. Ich mag Wind in den Baumwipfeln oder wenn im Frühjahr die ersten Hummeln fliegen, das liebe ich. Oder wenn ich ein kleines Tier beobachten kann und das... Ja, zum Beispiel diese kleinen Springspinnen, die können ja so gucken. Also wenn man dann die Hand bewegt, dann gehen die mit der Hand mit und gucken immer, was man gerade macht. Das finde ich auch niedlich, zu gucken, was die so machen oder wie die leben. Wir haben lauter Marienkäfer bei uns. Ach, gibt so viele Sachen, die man beobachten kann und die einem voll machen. Hat aber immer wieder mit diesem bewussten sich Zeit nehmen, gucken, wahrnehmen und genießen zu tun, oder? Ja, und staunen zu können, finde ich auch wichtig. Also, dass man nicht so abgeklärt ist, wie wir es ja von uns als Erwachsene irgendwie erwarten, ne? Dass man einfach dran vorbeigeht an Sachen, sondern dass man auch sich einfach hinhockt, auch wenn die anderen halt gucken, ist ja egal, und beobachtet jetzt die Ameise, die da irgendwie die Tannennadel schleppt. Das ist so. Man darf dann auch nicht zu sehr gucken, was denken jetzt die anderen Leute, bin ich jetzt komisch oder so. Naja. Dann denken sie es halt. Ja. Du bist in Leipzig geboren. Hast als Kind DDR erlebt, dann so in der Teenagerzeit die Wendezeit. Wenn du so im Nachhinein so zurückblickst, hat dich das irgendwie geprägt, so diese Zeit und dieser Übergang? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die DDR-Zeit hat mich ein bisschen dadurch geprägt, dass ich von meinem christlichen Elternhaus her anders war als die anderen. Also eben einer der wenigen, ich glaube sogar der einzige, weiß ich gar nicht, an meiner Schule, der nicht in der Pionierorganisation war, wie es jetzt vorgegeben war eigentlich für alle. Und dann ist das schon witzig, wenn alle ihre Halstücher und Hemden tragen und du bist der Einzige, der einen Pullover trägt. So in der ganzen Schule, alle rennen so rum, an bestimmten Tagen musste man sich dann so anziehen. Dann übt man halt anders zu sein und nicht sich dadurch zu sehr in Frage zu stellen. Oder also wie war das für dich? Man ist ja dann schon Außenseiter ein Stück weit, ja, oder? Aber es hat auch Vorteile. Man ist besonders. Okay, also ja, eine Sichtweise. Aber manches war auch blöd, weil zum Beispiel, wenn so politische Diskussionen waren morgens, dann hat mich die Lehrerin nicht mehr drangenommen. Also auch wenn ich mich gemeldet habe, hat sie gesagt, niemand mehr. Und also hat mich einfach wie Luft behandelt, weil sie wusste, ich könnte Sachen sagen, die sie nicht gut findet oder die anderen nicht hören wollen oder so. Das war dann schon doof. Also so Maulkorb mochte ich noch nie. Aber ansonsten war es vielleicht gar nicht schlecht, das auch zu üben. Man darf auch eine andere Meinung haben, auch wenn die Mehrheit vielleicht sich das ganz anders sieht. Und dann nach der Wende, du hast ja dann auch die Wendezeit doch schon bewusst auch erlebt. Ja, da habe ich natürlich die Freiheit und den Luxus wahrscheinlich mehr ausgekostet als jemand, der mit dem schon aufwächst. Also Kiwi zu essen, liebe ich bis heute. Oder reisen zu können, also wirklich frei entscheiden zu können. Ich steige jetzt in ein Flugzeug und fliege irgendwo hin, ohne dass jemand an der Grenze sagt, nee, du bleibst hier. Also so, das ist schon toll. Also du betrachtest es als einen Schatz, auch diese Erfahrung gemacht zu haben, dass es anders sein kann. Ach, im Nachhinein, das oder? Ist halt das Typische bei mir, was meine Frau übrigens auch manchmal aufregt, dass ich dann immer in allem versuche, das Positive zu sehen oder dann sage, hey, cool, dadurch kann ich jetzt das mehr schätzen. Natürlich, da könnte man ja auch sagen, na, dann stecken wir alle 3 Jahre ins Gefängnis, damit sie hinterher die Freiheit mehr schätzen können. Okay. Das ist auch nicht die Lösung. Aber so war es nun mal und deswegen nehme ich davon dann das Gute. Ihr wart 3 Jungs zu Hause, du hast 2 Brüder. War da immer Halligalli oder wie habt ihr so die Kindheit... Teenagerzeit verbracht. Also wir alle 3 haben viel Fantasie. Also wir haben uns viele Geschichten ausgedacht, sind in irgendwelche Rollen geschlüpft und haben das dann gespielt. Also zum Beispiel Kaiser der Welt haben wir gespielt. Einer war der Kaiser und musste immer alle Entscheidungen treffen und regieren. Und die anderen waren dann, einer war der Minister und der andere hat alle gespielt, alle Bittsteller, die so kamen. Okay. Und dann musste der Kaiser immer entscheiden, wem er praktisch was gibt oder nicht gibt oder so. Ach, wir haben alles Mögliche gespielt. Drogendealer haben wir gespielt. Okay. So mit kleinen Filmdöschen und dann Puderzucker reingetan. Also das wussten die Eltern gar nicht. Aber wir haben uns in alle möglichen Rollen reinversetzt sozusagen. Manchmal haben wir auch geheult beim Spielen. Mit unseren kleinen Tieren alles so aufgebaut in der Wohnung und uns dann so auf den Boden gelegt, dass man das alles so sieht, als wäre man mittendrin. Und dann vor Rührung geweint über unsere tolle Tierwelt. Also wir waren schon, glaube sehr fantasievoll im Spiel. Versteht ihr euch heute noch? Ja, ja. Wir verstehen uns und mögen uns. Also wir waren eigentlich nie so die so arg zerstritten gewesen wären oder so. Bei 3 Jungs könnte das ja auch sein, dass da so ziemlich Konkurrenz oder so ein... Ja, aber dafür sind wir zu verschieden, glaube ich. Also ich empfinde das nicht so, als hätten wir jetzt große Konkurrenzkämpfe gehabt. Wir haben uns natürlich auch mal gestritten. Das wären wir sonst nicht normal. Haben uns auch gekloppt, so hieß das damals, so Kräfte gemessen. Aber ja, gehört dazu. Du hast 2005 den C.S. Lewis-Preis
gewonnen. Und da war verbunden ein 5-wöchiger Schreiburlaub auf der Isle of Wight. Mhm. War das so romantisch mit Holzhütte und Meeresblick und irgendwie sowas in die Richtung? Also das war wirklich, also ich hatte so ein kleines Häuschen, in dem ich gewohnt habe. Und ich konnte von dort in wenigen Schritten zum Meer. Und ich habe dann immer geschrieben dort. Und wenn ich nicht weiter wusste, bin ich ans Meer gegangen, habe eine Weile auf die Wellen geguckt. Ach, dann bin ich wieder zurück und habe weitergeschrieben. Das war wirklich toll. Hast du da auch richtig das so als Auszeit nutzen können, um wirklich kreativ, produktiv zu sein? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich hatte ja, das Gute war, ich hatte kein so richtiges Internet dort. Also der Verleger hat mir... Kein richtiges? Ja, der hat mir so ein Ding mitgegeben, womit man ins Internet konnte, aber nur ganz langsam und irre teuer. Okay. Also weil es ja auch in England war, das war für ihn ganz teuer. Heute ist das alles anders. Also heute würde das viel billiger funktionieren. Aber damals war das halt sehr teuer. Deswegen konnte ich immer nur einmal am Tag Mails abrufen und einen Text hochladen. Ich musste immer so einen Bericht, so einen Blog schreiben sozusagen. Aber sonst nichts. Und das war richtig gut. Also ich glaube, ich sollte auch mal wieder Internet fasten oder so, weil es ist, man lebt ganz anders, wenn man nicht dauernd seine E-Mails checkt und bei Facebook guckt und die Nachrichten und alles immer wieder aktualisiert. Das raubt einem schon viel Aufmerksamkeit. Wie gehst du heute ran, wenn du schreibst? Machst du die Tür zu oder Ach, jetzt was, im was Winter mache ich die Tür auf. Ich schreibe oben in so einem kleinen Dachkämmerchen und es ist oben kalt jetzt im Winter, deswegen mache ich immer die Tür auf, damit von unten Wärme hochzieht. Und im Sommer ist es dann sehr warm? Ja, im Sommer ist es sehr warm, aber da mache ich so eine Balkontür auf und da so ein Fenster auf und dann zieht es so durch und es ist sehr angenehm. Mhm. Und so von den äußeren Bedingungen sagst du dann deiner Frau, jetzt lass mich mal einen halben Tag einfach nur in Ruhe oder ja, brauchst du da keine Bedingungen für dich, die dich jetzt besonders... Doch, ja, ich dir da helfen. Ich setze Kopfhörer auf und höre laut Filmmusik. Also da kriege ich sowieso nicht mit, wenn sie mich ruft. Okay. Ja, aber eigentlich muss ich sie nicht wegschicken oder so. Sie weiß ja auch, dass ich dann da schreibe und sie hat ja selber auch zu tun. Also nö, wir kommen da eigentlich ganz gut klar. Mhm. Und ich kann auch schreiben, wenn um mich rum was los ist. Auch im Zug kann ich ja sehr gut schreiben. Aber eben dann mit dieser Musik, die bringt mich so auf eine Denkschiene. In eine Stimmung. Ja, genau. Und dann nehme ich um mich rum nicht mehr so viel wahr. Ja. Unsere Hauptchannel-Zuschauer kennen dich auch von der Sendung Auserlesen, vor allem. Du hast da andere Autoren zu Gast, redest mit ihnen über ihr Leben und ihre Bücher. Was interessiert dich daran, so an den Menschen mit ihren Büchern? Ich liebe das. Es ist so toll, ich lese ein Buch, was mich interessiert und dann kann ich noch den Autor kennenlernen und ihm meine Fragen stellen. Also ich finde das großartig, dass ich das machen kann bei Auserlesen. Und es ist einfach spannend, dann immer auch den Menschen dahinter kennenzulernen. Mhm. Also ich liebe ja sowieso Bücher und dann aber zu erfahren, wer hat das eigentlich geschrieben und warum und was denkt er sich dabei und was ist es für ein Typ, also finde ich sehr faszinierend. Meistens reicht die halbe Stunde überhaupt nicht aus. Also ich würde am liebsten eine Stunde oder zwei Stunden mit den Leuten quatschen. Mhm. Gibt es nur irgendjemand, jetzt nicht speziell für Auserlesen, aber irgendeinen Autor, den du am liebsten mal treffen würdest und kennenlernen würdest? Da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Mir fallen jetzt lauter Autoren ein, die schon gestorben sind, aber ja, gut, gut. Nein, die können wir nicht mehr einladen. Hast du Lieblingsautoren, dann machen wir es so. Nein, die kannst du nicht mehr treffen. Wen würdest du, wenn es egal wäre? Also C.S. Lewis würde ich gerne mal, also wenn der noch leben würde, den würde ich so gerne zu Auserlesen einladen, das wäre toll. Alfred Döblin lese ich gerne wegen der Sprache, obwohl die Bücher eigentlich sehr langweilig sind, aber die Sprache ist so toll, dass es mich von der ersten Seite an fesselt. Es gibt viele, die ich mag. Ich will gar nicht so einzelne hervorheben, weil ich lese auch alles durcheinander. Also mal einen aktuellen Roman, dann wieder einen alten Klassiker, dann ein Sachbuch und diese Abwechslung macht es ja. Und das ist jetzt nicht so, dass ich einen Autor habe, von dem ich immer alles lese und der ist mein absoluter Favorit. Die Mischung macht es, glaube ich. Hast du denn so eine riesen Bibliothekswand zu Hause für die vielen Bücher, die du liest? Ich habe mich gerade, als wir geheiratet haben, von einem Drittel meiner Bücher getrennt. Oh, das war schmerzhaft, oder? Rühre nicht an die Wunde. Okay. Nee, das war okay. Ich habe es eigentlich bisher fast nicht vermisst. Mhm. Nur ein oder zweimal fehlte mir dann doch ein Buch, was ich verkauft hatte. Aber natürlich mag ich das, also vor einer Wand von Büchern zu sein. Das ist schön. Aber wenn immer neue dazukommen, ist es in der Natur der Sache, dass du entweder anbaust, in eine größere Wohnung ziehst oder Bücher wieder weitergibst. Ja, und wie auch immer. Ne? Ich habe das vorher nie gemacht und jetzt aber, seit ich verheiratet bin, verkaufe ich auch oft wieder Bücher, nachdem ich sie gelesen habe. Mhm. Also ich behalte nur die ich wirklich am allermeisten mochte. Es ist nicht leicht, aber ich schaff's. Ich erinnere mich da an einen Gast, den du in der Sendung hattest, wo es um Entrümpeln ging. Ja. Manchmal muss man auch was weitergeben. Ja. Auch wenn es nicht leicht fällt.
Katrin Stewart war ja, das. Ja, genau. Was hast du sonst für Hobbys? Was findest du für einen Ausgleich zum Schreiben? Für Hobbys. Also wie gesagt, ich gucke gerne Filme, gehe gerne ins Kino, ich gehe gerne schwimmen, ich spiele Volleyball. Eigentlich einmal die Woche, aber es klappt dann auch nicht immer, wenn eine Lesung ist oder ich unterwegs bin, kann ich ja nicht hingehen. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich spiele gern Computerspiele, also zum Beispiel eine Simulation, wo man so Zuglinien und Buslinien und so Schiffslinien und so aufbauen muss, um so ein Transportunternehmen zu leiten. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich spiele auch Rollenspiel mit Freunden, also wo jeder irgendwie eine Figur darstellt und dann ist es, als würde man Theater spielen sozusagen oder so ja, eine Geschichte spielen, sowas mache ich gerne. Ja, und ich reise gerne. Mhm. Also reicht doch, oder? Ich esse weiß auch nicht, gerne. Wenn es dir reicht. Ist das so ein typischer Urlaub hier so in der Wüste? Titus alleine? Ja. Nee, und dann natürlich da nicht alleine. War ich mit aber einem Freund. Ja, da war ich nicht alleine. Einer muss ja auch das Foto gemacht haben, oder? Eben. Was sind so Reiseziele vom Inhalt? Was müssen die bieten? Was reizt dich da? Also hier hat mich natürlich gereizt, mit nackten Füßen auf diesem heißen Wüstensand zu stehen. Aber eigentlich ist mir sind mir alle Reiseziele recht, wenn es nur was Neues ist, was eine andere Welt ist, die ich kennenlernen kann. Also in Anführungszeichen natürlich, ich fliege ja nicht in den Weltraum irgendwo hin, aber ich denke dann manchmal, diese Welt hier gab es die ganze Zeit schon, während meiner 30 oder inzwischen ja 34 Jahre gab es die und ich habe nichts von ihr gewusst und sie hat nichts von mir gewusst. Also das finde ich so interessant irgendwie. Man kommt in ein Land und da leben die Leute ganz anders und man lernt sie ein bisschen kennen und lernt ihren Alltag kennen. Und den gab es schon die ganze Zeit, aber man hat es nur nicht bedacht oder nicht gewusst. Mhm. Oft ist man so in seinem Leben gefangen, wir hier in Deutschland, wie wir halt leben und denken, das ist das Normale. Und für überall auf der Welt ist für Leute was ganz anderes normal. Das heißt, du würdest am liebsten auch längere Reisen unternehmen, um dann die Kultur, die Menschen besser kennenzulernen? Ja, ich würde am liebsten auch ein paar Jahre in anderen Städten wohnen, also in New York oder in Moskau oder sowas. Aber ich fürchte, Lena findet das nicht so gut. Wer weiß vielleicht, was sich noch für Möglichkeiten ergibt. Du hast erwähnt, du bist Christ. Was hat so deinen persönlichen Glauben geprägt? Was hat meinen persönlichen Glauben geprägt? Viel auch das Lesen. Also, weil tiefere Gedanken sind ja auch schwer, jetzt einfach mal so zu erzählen oder so. Da macht man sich mehr eben auch Gedanken, wie man es formuliert und wie man es erklären kann. Und in Büchern, finde ich, kann man viel kluger Erkenntnisse über Gott, über die Welt einfach beim Lesen mitkriegen. Da mochte ich zum Beispiel eben C.S. Lewis oder Henry Nouwen mag ich da. Gerade lese ich von Bonhoeffer eine dicke Biografie über ihn, von Metaxas, so heißt der Autor. Oder Karl Barth lese ich gerade. Und das finde ich einfach spannend, so rauszufinden, wie haben die das gesehen, was haben die mit Gott erlebt oder ja, wie haben sie gebetet, wie haben sie ihr Leben eingeordnet. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und wie kriegst du das dann so rüber zu dir, dass es so in den persönlichen Glaubensalltag von dir irgendwie reinkommt? Ich finde da natürlich nicht alles gut. Bei manchen Sachen denke ich auch, nee, da habe ich Gott anders erlebt oder da habe ich ein anderes Bild von Gott. Aber man muss halt immer auch bedenken, ich bin ein einzelner kleiner Mensch und ich habe meine Erlebnisse mit Gott, also wo ich gebetet habe und es ist wirklich was passiert, Gott hat was getan oder ich hatte das Gefühl, er spricht zu mir, er sagt mir was. Aber ich bin halt trotzdem nur ein kleiner Mensch, der nur eine Facette von diesem unglaublichen Wesen wahrnehmen kann. Und ich werde, bis ich alt und grau bin, vielleicht noch eine zweite Facette kennenlernen, aber mehr nicht. Und in meiner Vorstellung hat Gott Millionen von Facetten. Und so hat jeder Mensch einen anderen Zugang zu ihm. Und deswegen ist auch wichtig, dass man darüber spricht, auch wenn es so ein Tabuthema in Deutschland ist. Weltsicht und Glauben hält man mehr so für sich. Aber ich denke, es ist schade. Wenn man das miteinander teilt, dann kann jeder seine Puzzlestücke mit dazufügen und man kriegt ein größeres Bild. Und wie erlebst du Gott? Ich erlebe Gott als sehr ruhig und geduldig, weil wir vorhin bei Geduld waren. Also ein Wesen, was unsterblich ist und uns für das Zeit keine Rolle spielt, hat natürlich ein ganz anderes Empfinden, was so Stress und Zeit angeht. Und ich erlebe Gott als ein Wesen, das Vielfalt mag und wachsen und gedeihen mag. Also wenn ich mir die Welt angucke, also in meinen Augen ist ja Gott der Urheber, der Erfinder von allem, was wir hier haben. Und da gibt es so eine immense Vielfalt allein an Vögeln. Jeder Vogel singt anders und jeder sieht anders aus und frisst was anderes. Oder an Obst, an Gemüse, was wir schon an Nahrungsmitteln für eine Vielfalt haben.
Ich hätte mir auch, als wenn ich jetzt Gott wäre, eine Standardknolle ausdenken können, die alles enthält, was man braucht zum Leben. Und jeder isst jeden Tag diese Standardknolle. Satt wird's machen und... Ja, aber Gott ist da anders. Also er mag offenbar die Vielfalt. Das finde ich toll an ihm. Mhm. Und er mag auch, dass Sachen wachsen. Also wie eine Blume jetzt aus einem kleinen Samen, dass die dann größer wird und wächst. Und so ist auch, glaube ich, bei uns Menschen, dass wir eben dazulernen und reifer werden und Fähigkeiten erlangen können. Also wenn man viel Klavier übt, dann kann man Klavier spielen und Musik machen. Und ich habe den Eindruck, also ich bilde mir das ein, dass Gott das mag, dass er das extra so gemacht hat. Hast du ein Lebensmotto für dich? Oder so eine Überschrift über dein Leben, die du setzen könntest? Vielleicht, ich will es nicht verlernen zu staunen. Also das wäre gut, wenn mir das wirklich gelingt, bis ich alt bin, dass ich immer noch über Sachen staunen kann. Dann wäre ich glücklich. Okay, ganz herzlichen Dank, Titus. Ihnen auch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen und mir auch solche Momente. Momente des Staunens, sich Zeit nehmen für Beziehungen, Dinge genießen, die man hat, die man schätzen kann dadurch. Das wünsche ich mir und für Sie natürlich auch. Bis bald, machen Sie es gut.